Hallo und herzlich willkommen. Hui, da startet gleich die Musik richtig los. Zu einer neuen Folge Stellaris. Mit imposanter Einstiegsmusik. Wir sind langsam ganz schön groß geworden. Wir haben aber auch nur noch plus 1 Einfluss. Das ist sehr, 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 sehr schlecht. Leider. Oh, ich muss mal starten. Was haben wir denn hier noch? Ein Nicht-Angriffsversprechen. Ja, ich glaube, das ist noch von letztes Mal. Wow, ist die Musik gerade laut. Okay, so. Bisschen runtergeregelt, das Ganze. Oh je, wo fangen wir denn jetzt schon wieder an hier? Das kann man weg. Ah, wir haben eine Technologie erforscht, das finde ich ja schön. Und wir können etwas Neues abbauen, das Lithogas. Das finde ich auch sehr gut. Was auch immer das bringt, aber ich wette, es ist sehr wichtig. Forschung unterstützen. Okay, synchronisierte Verteidigung, auch nicht schlecht. Ich glaube, ich mache mal diese Forschung unterstützen, weil wir ja noch sehr viel am Forschen sind. Was haben wir denn hier? Hier wird gerade noch was unterforscht. Okay. Erforscht. Entschuldigung, ich weiß nicht, was das gerade sollte. So. Ansonsten Schiffchen alle unterwegs. Dann würde ich sagen, gucken wir mal wieder, wie gewohnt die Planeten... Ach so, erstmal eine Sache. Unsere Schiffe. Wir haben jetzt eigentlich... Ach so, hier läuft noch diese Raumhafenverbesserung. Na gut, dann lassen wir die erstmal durchlaufen. Dann tue ich da erstmal nichts. Aber wir gucken mal die Oberflächen nochmal an, ob wir hier irgendwas... Ja, verbessern können wir ja gerade nichts. Wir müssen da echt in die Richtung noch forschen mehr. Wie sieht es bei Ganzlinger aus? Alles voll soweit. Okay, da müssen wir erst warten, bis ein neuer kommt. Das wird wahrscheinlich... Guck mal, hier startet gerade schon einer. Dann würde ich sagen, was brauchen wir denn am meisten gerade? Eigentlich haben wir alles sehr gut. Dann mache ich vielleicht einfach hier mal so ein Ingenieurteil. Ist das dann das hier? Ja, wahrscheinlich. So, haben wir das da mal hingebaut und setzen den darüber. Haben wir Nahrung? Ja, Nahrung läuft hier ganz gut. Hier ist ein Bauvorhaben abgeschlossen. Was haben wir denn da gebaut? Ah, okay. Das ist die Raumhafenverbesserung ist fertig. Für die nächste brauchen wir dann 250 hiervon. Könnten wir dann wahrscheinlich auch schon... Nee, fehlende Technologiezerstörer. Okay. Wir können jetzt auch leider noch nichts Neues bauen. Deswegen mache ich einfach mal... alle möglichen Korvetten, die wir machen können. Da müssen wir vielleicht auch nochmal eben gucken. Ich weiß nicht genau. Das Konstruktionsschiff, wo ist das eigentlich? Das steht hier rum und das andere? Was macht denn... Das könnten wir mal hier hinschicken. So. Dann haben wir die beiden Schiffe da. Tianqi. Okay, was ist das denn? Gesellschaftsforschung, also mittlerweile Tianqi bezeichnet. Ach, das haben wir gerade erforscht, die Viecher. Okay, wie gesagt, könnt ihr euch gerne durchlesen. Ich lasse es jetzt mal. Und wir haben ein System erkundet. Das ist auch immer wieder schön. Da gab es anscheinend nur nichts zu holen. Ja komm, erkunden wir mal das hier gleich, was sich anschließt. Und noch ein weiteres System ist erkundet. Und so, da wollte ich gar nicht ran. Ach Mensch, das ist das hier. Oh, 5 Energie, aber leider rot alles. Bringt uns nichts. Wir gehen höher. Wow, wir haben so noch gar nichts entdeckt, einfach eigentlich. Aber es wird auch schwierig. Einflusspunkte. Hätte ich gerne mehr. Naja, wir müssen hoffen, dass wir noch mehr Planeten finden. Wie gesagt, den hier könnten wir uns nehmen. Aber überzeugt bin ich nicht. Wir könnten auch den hier nehmen. Der wäre schon eher etwas. Er ist halt riesig, aber wir können die ganzen Sachen halt noch nicht entfernen. Deswegen bringt das noch nicht allzu viel. Und ich weiß gar nicht... Ich weiß nicht, was dann wieder passiert, wenn die hier sich vielleicht so weit entwickeln. Also wenn wir jetzt hier bauen, so ein Ding, wenn die jetzt sich hier aber voll entwickelt haben, was dann passiert, wüsste ich gerne mal. Also wir helfen denen ja eigentlich immer noch, oder? Ich hoffe, da hat sich nichts geändert. Ja, und das ist auch fast fertig. Also die sind wahrscheinlich durch uns auch bald ein Stück weiter. Was hatten wir hier noch? Der wäre auch eine Option. Elektra. Hier gibt es auch gut Rohstoffe. Da müssen wir mal alles noch schauen. Gerade können wir es uns nicht leisten. So, System haben wir schon wieder erkundet. Oh, wie schnell war denn das jetzt? Das war wohl nicht so groß. Oder, achso, das ist eine alte. Okay. Alles kommen wir zurück. Die Korvetten sind fertig. Okay, jetzt müssen wir erstmal wieder an Materialien sparen. Oh, die Musik ist immer noch so laut. Brüllt mir gerade ins Ohr förmlich. Was ist denn gerade bei Mazzino eigentlich los? Weil hier läuft so ein Ding ab. Ich weiß gar nicht, was die machen. Ach so, die bauen. Ach, das ist okay. Gut, alles gut. So, was haben wir hier? Hier wächst auch gerade ein kleines Füchschen heran. Gut,
Gut, dann würde ich sagen, machen wir doch hier mal was für die Nahrung. Können wir das? System Ja. Survey Wir können auch complete. so ein Mineralsilo noch irgendwo hinbauen. Ja, das müssen wir leider unterdrücken, das tut mir jetzt leid. Na, zweimal Nahrung ist, glaube ich, besser. Hier sind wir auch schon wieder durch. Hui. Und wir haben wieder so einen blöden Planeten entdeckt, der uns leider nichts bringt. Na gut. Was würde ich jetzt eigentlich machen? Weitergucken. Was ist dann. Das war jetzt Salgo. Jetzt gucken wir mal bei Yuffie. Hier entwickelt sich. Ach, guck mal, hier haben wir Betarionstein. Aber wir haben nichts zum Abbauen, ne? Ach, schade. Wir haben. Construction complete. Ich weiß nicht, was man darauf bauen muss, damit das Betarion gesammelt wird. Oh, warte mal, da oben ist irgendwas los. Hier seltene Steine sind durch Meteoreinschläge auf vielen Welten gelandet. Sie verbrennen äußerst langsam und Steine, deshalb sehr effiziente Energiequelle. Ich würde mal gerne probieren. Ah, das klappt. Okay, das scheint dann auch abgebaut zu werden mit. Zumindest stand da jetzt nichts von unterdrücken. So, und was haben wir hier jetzt für ein Problem? Wow. Was? Was? Ist das bei uns zu Hause? Nein. Ach, das sind einfach andere. Hier kämpfen gerade Leute, die wir anscheinend kennen. Was ist denn das hier? Wer sind denn die? Ich kann es nicht erkennen. Hier haben wir Piraten auf jeden Fall. Und was sind dann die anderen? Beides. Ist es beides dasselbe? Okay, es ist beides rot. Okay, vorher war es nicht rot. Und unser Forschungsschiff flieht halt gerade. Das hier wahrscheinlich. Ja, wir fliegen gerade einfach zurück. Ich hoffe, wir schaffen es und sterben nicht wieder. Wow, also die Piraten diesmal sind echt krass. Also, das waren sonst nicht so viele. Aber wir haben einfach noch keine Möglichkeit, die zu schlagen. Wir müssen mehr auf. Ja, mehr auf. Verteidigung. Auf. Naja, ich weiß gar nicht, auf was. Auf jeden Fall müssen wir unser Militär auf jeden Fall schulen. Kommen wir da jetzt? Ich mach mal kurz Pause. Okay, wir kommen da auf den direkten Weg hin, dann versuchen wir es mal hier rum. Ansonsten müssen wir hier wieder weitermachen. Ich weiß ja gar nicht, wie das hier gerade mit den Grenzverhältnissen ist zu den Detakern. Research complete. Oh, was ist hier? Technologie? Oh, wir haben den Zerstörer, das heißt, wir können Raumhafen 3 machen. Oh, schön. Das freut mich. Und was können wir noch machen? Ionentriebwerke. Ich mach mal kurz Stopp. Bergbaunetzwerk 2. Nanokompositpanzerung. Ja, also eigentlich, wenn wir ein bisschen mehr auf Kampf gehen wollen, sollten wir vielleicht mal ein bisschen Panzerung und sowas erforschen. Das hier ist jetzt gerade nicht so wichtig, glaube ich. Ich mache mal die Panzerung. Aber wir haben auch super viel Energie. Krass. Bei dem letzten Spielstand wollte das ja alles gar nicht funktionieren, so mit Energie und Einfluss. Ich bin halt echt überrascht, wie gut das jetzt einfach funktioniert. Irgendwie ist unser Forschungsschiff hier nicht angedockt. Moment, das müssen wir mal machen. So. Vielleicht sparen wir da noch an irgendwas. Das hätten wir. Ja, System ha, Survey diese complete. Piraten überall, die sind echt furchtbar. Mal hier weiter. Die müssen wir auch aufpassen. Die sind ja echt überall. Wobei wir die, guck mal, wenn wir uns das angucken. Na, noch ein bisschen und wir könnten es schaffen. Ich würde auch Construction gern mal. complete. Was denn jetzt schon wieder? Ich würde auch gerne mal nochmal gucken. Ich glaube, wir haben nichts erforscht für Schiff Design, aber wir können ja mal schauen, so vorsichtshalber. Was ist das denn? Halt. Mittlerer Gefecht. Ah, okay. Wir haben doch was. Okay. Aber ansonsten glaube nicht. Ja, Leistung ist jetzt runtergegangen. Da müssen wir mal eben noch so einbauen. Hier werden wir wahrscheinlich auch nichts ändern können. Da weiß ich auch nicht so genau, was immer besser ist als das andere. Lassen wir mal. Das müssten wir jetzt wahrscheinlich. Guck mal, hier ist der Construction Zerstörer. complete. Weiß ich gar nicht. Können wir auch mal gucken. Ja, roter und blauer Laser. Ich glaube, das macht keinen Unterschied, oder? Das ist wirklich nur Farbspielerei, würde ich schätzen. Hier können wir auch updaten sofort. Okay, aber wir haben ja noch keinen Zerstörer gebaut. Ja, Leistung geht noch. Alles gut. So, aber können wir jetzt anscheinend. Da müssen wir dann mal schauen. Mit den Dingern. Hier dürfte sich nichts geändert haben. Nein, das war ja nur so ein für die Kampfviecher. Viecher, Schiffe. So, okay, dann sollten wir als nächstes unsere Dinger auch gleich mal vielleicht aufwerten lassen. Oh, Moment, Aufklärung abgeschlossen. Die 1000 Wissenschaftler und Berater, die mir nach Jürg Gurhil geschickt, ach, das ist unser Beobachtungsding, haben nun endlich ihre schwere Aufgabe abgeschlossen, die lokale Zivilisation technologisch auf den Stand eines frühen Raumfahrtzeitalters zu bringen. Unter ihrer neuen vereinten Regierung bezeichnen sich die Aliens nun als die Quopunyaxi-Koalition. Und haben zugestimmt, unser Protektorat zu werden.
Schön. Gemäß der Bedingungen unseres Vertrags mit Ihnen wurde unser Beobachtungsposten über Heimatwelt demontiert. Oh, das ist schön. Das haben wir noch nie gemacht. Und hier ist leider gerade ein Anführer verstorben. Oh. Okay, dann müssen wir mal einen neuen Wissenschaftler. Das war für, was waren das jetzt? Verdammt. Müssen wir nochmal kurz zurück. Das ist die Sozialforschung. Also nicht von einem Schiff. Dann müssen wir mal gucken, ob hier irgendwas davon passt. Biologie, Materialien, Anomalien wäre Quatsch, glaube ich. Erfahrungszuwachs einfach. Okay, Erfahrungszuwachs ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Weiß nicht genau. Oder das hier mit der Biologie. Ein Biologie-Experte. Komm, wir nehmen mal einfach hier den Biologie-Experten. Ich hoffe, das ist richtig. Und setzen den da ein. Tja, schade, dass der andere gestorben ist. Hier hat jemand noch eine Stufe erreicht. Ich hoffe, es war der nicht. Aber da stand, glaube ich, gerade was mit Gouvernant. Gouverneur oder so. So, dann machen wir hier mal auf neuestes Design. Ich glaube, unsere anderen Schiffe sind alle schon abgedatet. Wir können mal hier kurz gucken mit dem. Nee, können wir nichts machen. Ich glaube, da haben wir auch noch gar nicht so... Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ups. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Quatsch gemacht. So, okay, die werden geupdatet. Jetzt würde ich das hier gerne mal sehen. Guck mal, die sind jetzt tatsächlich gestreift. Ich mache mal kurz Pause. Die will ich mir mal kurz so in Ruhe anschauen. Gut, flott. Ah, komm, machen wir einfach weiter. Passiert da gerade eh nichts. So. Ships upgraded. Construction complete. Das ist sehr schön. Ach, ich habe vergessen, mir eine Uhr zu stellen, verdammt. Egal, wir machen jetzt auf gut Glück, die Folge wird irgendwie lang. So, was haben wir denn jetzt hier? Ach, guck mal, hier ist ja sogar die Yuffie. Ach, haben wir uns hier tatsächlich den Planeten hingesetzt? Ups, da habe ich schon ganz vergessen anscheinend. Aber obwohl er gelb ist, okay. Bin gerade verwirrt. Okay, hier sind auf jeden Fall unsere Viecher. Warum haben wir hier ein und das nicht so rumgemacht? Das verstehe ich gerade nicht. Und wir können hier noch was bauen. Hier, wir nehmen das. Machen wir mal kurz. War es jetzt richtig, was ich gemacht habe? Oder war es Quatsch? Warte mal, ich habe gerade was gesehen. Nee, alles gut. So, dann machen wir das hier hin. Okay, der Planet gehört uns. Ha. Ha. Total verplant irgendwie. Okay, aber unser Beobachtungsposten ist jetzt der ihr Raumhafen geworden anscheinend. Zumindest sehe ich nicht mehr. Hier haben wir eine Bergbaustation. Also sind wir jetzt zusammen hier tatsächlich. Also wir haben unseren Planeten hier auf jeden Fall behalten. Wir könnten wahrscheinlich uns sogar den Planeten holen. Nehme ich jetzt mal einfach an, weil wir ja so ein gestreiftes Ding hier sind. Guck mal, hier können wir auch unsere Diplomatie, wir können auch die Oberfläche anschauen. Hier, das sind unsere Nacktschneckenfreunde. Das ist echt cool. Ach, guck mal. Wir können können wir bauen? Selber? Ich weiß es gerade nicht genau. Also, nee, wir können auf jeden Fall nicht verschieben. Okay, dann können wir wahrscheinlich hier doch nichts machen. San kam mir nur gerade so vor. Wir können auf jeden Fall alles angucken. Das ist ganz gut. Diplomatie. Das können wir uns eben anschauen. So. Ist zwar nicht ideal, aber wir werden unsere Knechtschaft noch beiderseitigem Verständnis streben. Also Protektorat, ja, von uns unabhängig, aber was steht denn da jetzt genau? Unter Fuchsers Star-Union können nicht integriert werden, verfügen über eine Unabhängigkeitsgarantie. Ah. Aber und zahlen um 50% reduzierte Technologiekosten für jede Technologie, die ihre Oberherren kennen. Außerdem werden sie zu Vasallen, sobald sie 40% der Technologieanzahl ihrer Oberherren erforscht haben. Also die werden anscheinend Vasallen von uns, wenn sie dann weit genug sind. Ach, guck mal, deswegen passen die nicht so richtig zu uns. Die sind dann militärisch und, naja gut, fanatisch, individualistisch. Also eigentlich würde ich sagen, widerstrebt das uns nicht. Herrschereigenschaften, Investor, charismatisch, aha. Wir können die sogar entlassen. Wir können auch Krieg erklären und alles. Und hier können wir integrieren. Das geht aber anscheinend noch nicht. Cool, aber dass es dann irgendwann geht. Also wie gesagt, hier wahrscheinlich mit diesem denn, denke ich. Unsere Reich integrieren. Protektorat untertan können nicht integriert werden. Okay, er aber nicht. Gut. Na, egal. Okay, dann schauen wir uns das mal an, wie das weiter wird. Wir sind auf jeden Fall jetzt so, ja, zusammengestrichelt da und leben da koexistenziell miteinander. Finde ich eigentlich ganz nett. Ja, besser als hier. Hier ist es scheiße gelaufen, dass die jetzt so schnell so weit kamen, ohne unsere Hilfe. Guck mal, hier ist auch gerade irgendjemand Neutrales unterwegs. Können wir die uns hier jetzt auch in der Liste angucken? Wer sind die denn jetzt? Das sind wir. Sind, nee.
Die sieht man hier aber jetzt anscheinend nicht drin. Ach, hier, warte mal, hier sind Schneckchen. Ja, das sind so. Okay, die hier. Ha, noch erbärmlich. Oh, die mögen uns gar nicht mal so sehr. Vielleicht können wir mit denen einfach handeln. Wäre das eine Option? Wenn wir denen vielleicht irgendwie hier, was ist das? Besitz aller Planeten und Stationen innerhalb eines Systems. Warum soll ich das tun? Was? Transferiert den Besitz aller Planeten und Stationen innerhalb eines Systems. Hä? Konnte man nicht mal Sternkarten irgendwie rüber machen? Irgendwie geht das hier gerade nicht. Ich weiß nicht warum. Ich würde gerne halt unsere Beziehung irgendwie verbessern. Also wir könnten zum Beispiel einfach mal. Ich werde einfach mal gucken, ob das irgendwie was ausmacht, wenn wir jetzt einfach mal sagen, wir transferieren ein paar Sohne gegen ein paar Mineralien. Einfach mal so aus Fun. Es muss eins sein, ne? Glaube ich. Schauen wir mal, wie lange es eins bleibt. So, wir machen das einfach mal und gucken uns an, was passiert. Jetzt müssen wir, glaube ich, kurz warten. Die sieht für ein faires Angebot. Wir akzeptieren. So, und jetzt würde ich gerne mal gucken, hat sich jetzt hier irgendwas verändert? 12. Na gut. 11? Okay, sie mögen uns ein bisschen mehr. Na gut, vielleicht sollten wir das öfter einfach mal so aus Spaß machen. Vielleicht mögen die uns halt dann auch gerne. Ich weiß auch gar nicht, ach doch, 5000 können wir. Okay, also wir müssen nicht Energie abgeben. Man kann aber. Na gut, ich mache hier vielleicht mal ein bisschen schneller. System Survey complete. Wir brauchen hier auf jeden Fall erstmal ein bisschen Mineralien. Und wir haben einen neuen Kontakt. Oh, das ist ja wunderbar. Das finde ich irgendwie wieder nicht so toll. Gut, wir sehen die auch sofort. Raxtaler Grand Duchy. Beherzigt diese Nachricht, fremde Kreaturen. Ich stehe für das Raxtaler Grand Duchy unter Führung des glorreichen Erzpropheten Hasjanat I. Wir beherrschen unsere Religion mit göttlichem Mandat. Und solange ihr nicht mit dem, was ihr Kultur nennt, unseren Glauben verspottet, kann Frieden zwischen uns herrschen. Ja, ich sag mal, super hier kooperieren, natürlich. Unser Forschungsschiff ist auch fertig. Das schicken wir mal ihm. Nee, nicht dahin. Bloß nicht dahin. So, können wir uns. Wo sind die denn jetzt aber? Also, ich sehe sie jetzt nicht. Ach, hier. Hä? Wie kam denn das jetzt zustande? Von da oben nach hier? Haben die da ein Schiff hingeschickt gehabt? Ernsthaft? Wir kennen uns kaum und die haben einfach mal die Grenzen geschlossen. Warte mal, das muss ich jetzt mal mir kurz anschauen. Wie heißt ihr? Raxtalak. Boah, die hassen uns aber. Warum hassen die uns immer? Also, ich meine, ich. Xenophob. Das wird so sein. Oh, und die sind auch überlegen. Ach man, hier sammelt sich echt einfach so eine Überlegenheitskultur. Können wir hier noch irgendwas machen, was uns irgendwie hilft? Wahrscheinlich nicht. Rivalität erklären. Aber ich glaube, ich möchte auch mal Grenzen schließen. Ich will das gerne machen. Ja, das geht wohl nicht mehr. Abschluss eines Defensivsabkommens mit diesem Reich, wenn eines der beiden Reiche angegriffen wird. Geht in Nichtangriffsversprechen. Trauen um uns monatlich bis zum Maximum vom. Ist ja komisch, dass hier so ein X ist. Geht das? Ich glaube, hat nicht funktioniert. Wegen dem X wahrscheinlich. Okay. Dann würde ich super gerne die Grenzen tatsächlich mal schließen und mir das mal angucken, was dann passiert. Ich meine, die schließen ja uns auch die Grenzen. Gucken wir mal, was jetzt irgendwas passiert. Irgendwie kommt hier nichts. Moment. Mal kurz eins runter. Na. Wir sehen keinen Grund dafür, sicher das zu bieten. Ah, ja. Also ja, auch die Grenzen jetzt geschlossen, ja, Arschlöcher. So. Entschuldigung. Es war mir schon fast klar. Ich hoffe, wir haben jetzt die Grenzen geschlossen. Ich möchte nicht, dass die auf unser Gebiet kommen. Hier steht, dass die uns die Grenzen geschlossen haben. Was ist mit uns? Wir haben doch ein. Ach doch, Grenze ist geschlossen. Grenze öffnen. Okay, alles gut. Ich möchte nicht, dass Leute in mein Reich kommen, die mich nicht reinlassen. Oh, guck mal. Die haben jetzt hier sich schon alles weggenommen. Ja, die schönen Rohstoffe gehören denen hier ein. Alles ist so. Da können wir nichts machen, leider. Da können wir also gar nichts tun. Okay, hier ist wieder erforscht. Freut mich. Ist das noch? Weiß ich nicht genau. Okay, das funktioniert. Ah, die werden immer größer und größer und wir leider gerade nicht so. Vielleicht sollten wir. Ich guck mal kurz, was. Nennen das jetzt schon wieder. ach, hier. Grenzen unserem scharfen neuen Lebensraum für unsere Bewohner können wir
Planet liegt innerhalb der Grenze eines anderen Reichs. Komisch. Wir haben aber einen Planeten innerhalb des Reichs. Also ganz erschließt sich mir das immer noch nicht so richtig. Aber gut, ich weiß nicht, sollen wir uns den Planeten holen? Ich meine, hier ist ja auch unsere Yuffie. Also keine Ahnung. Nee, das nicht. Wo ist ja jetzt unsere Yuffie? Aber schon da. Keine Ahnung, wie das jetzt funktioniert, dass die da trotzdem zusammenleben. Ich weiß es nicht. Der ist mir echt irgendwie zu mickrig, aber vielleicht sollten wir einfach alles nehmen, was da ist. Weil die anderen werden auch immer größer, vielleicht kriegen wir hier noch ein bisschen mehr raus. Hier ist auch die blöden Piraten, die sind dann genau bei uns drin wahrscheinlich, in unserem Reich. Ich weiß nicht, ob die das nicht vielleicht ein bisschen anstachelt, uns anzugreifen. Okay, dann würde ich sagen, ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe gerade keine Uhr, ich war blöd. Ich habe es echt vergessen, mir einen hinzulegen. Deswegen beende ich jetzt erstmal die Folge und hoffe, die ist irgendwie in dem Rahmen der sonstigen Folgen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann!